So, Montana Black hat hier einen Real Talk hochgeladen. Bald doch auswandern. Emotionaler Real Talk. Montana Black Real Talk. Da schauen wir doch mal rein, meine Freunde. Was ist gerade im Hause Eris los? Nachsagen, und das, jeder kann das natürlich so sagen, wie er möchte, Bruder. Aber eins kann ich von mir sagen. Ich habe nie meine auseinander gemacht, weil ich schnelles Geld machen wollte, Bruder. Dann hätte ich das gemacht. Bruder, ich bezahle dir 50% Steuern. Ich habe schon vor 2 Jahren Angebote bekommen. 46%. Ins Ausland zu gehen, Steuern weniger zahlen, Casino-Streams zu machen und. Ich sag euch mal so viel. Ich habe Angebote bekommen von Casinos, dass ich nach Malta ziehe. Vor 2-3 Jahren. Ich hätte sogar prozentual wäre ich... Also ich wäre Teilhaber eines Casinos gewesen. Es wären nur 2-3% gewesen. Hätte ich diese Prozente damals angenommen, wären es meines Wissens, ich müsste nochmal nachgucken, wären es jetzt ungefähr 20-30 Millionen. Businessman. Und das ist keine Lüge, das ist absoluter Real Talk, Digga. Eine Sache noch von meiner Seite. Ich habe damals tatsächlich ein Angebot bekommen. Ich habe ein Angebot bekommen von der Bundesregierung, Deutschland zu kaufen. Deutschland. Hätte ich damals angenommen, würdet ihr mir jetzt alle gehören. Bereust du deine Entscheidung? Nein, Digga. Ich bereue meine Entscheidung nicht, weil wenn ich ins Ausland gehe, dann gehe ich dann... Wollt ihr mich ficken? ...ins Ausland, wenn ich mich dafür bereit fühle. Und wenn ich jetzt nach Malta ziehen würde, im nächsten halben Jahr, ja, und ich habe es euch schon ganz oft gesagt, ich ziehe in meinem Kopf die Entscheidung, nach Malta zu gehen, ist nicht, nur weil ich weniger Steuern bezahlen will. Bruder, ich bezahle seit 6 Jahren so viel Steuern, Bruder. Wenn es nur um die Steuern gegangen wäre, wäre ich schon längst weg. Der Punkt ist, warum ich jetzt in meinem Kopf habe, ins Ausland zu gehen, ist, weil die deutschen Gesetze mich nicht mehr so streamen lassen wollen, wie ich streamen möchte. Also, zu dieser ganzen Rundfunklizenzgeschichte, no joke, ich zahle die Scheiße genauso und ich habe deutlich weniger Zuschauer. Ich müsste sie nicht mehr zahlen. Kann ich dagegen was machen? Nein, kann ich nicht. Ist es mir egal? Ja, es geht. Es ist halt abgefuckt so. Das Ding ist, ich zahle auch 10.000 Euro im Jahr für meinen Jugendschutzbeauftragten. Amenakum, Jugendschutzbeauftragten am Arsch, Digga. Ich schwöre, ich könnte jetzt hier meine Eier im Stream zeigen. Und das Einzige, was passieren würde, wäre ein Twitch-Bann. Aber der Jugendschutzbeauftragte würde das niemals mitbekommen. Der würde das niemals mitbekommen, Digga. Ich zeig jetzt nicht meine Eier-Chat. Hört auf, Remi zu schreiben. Das ist der Punkt, warum dieses Auswandern-Ding wieder in meinem Kopf ist. Nur dieser Punkt. Und als nettes Extra kommt dann natürlich Steuern, Meuern und die ganze Kacke. Steuern und Meuern, darf man nicht vergessen. Das Einzige, und das wisst ihr, die mich verfolgen, ihr wisst das. Der einzige Punkt, warum in meinem Kopf ist, jetzt ins Ausland zu gehen, ist, weil Vaterstaat Gesetze rausbringt, die mich nicht mehr so streamen lassen wollen, wie ich es eigentlich machen möchte. Die Gesetze waren schon immer da. Vaterstaat interpretiert die Gesetze mittlerweile auf Landesebene so asozial. Das ist das Ding. Weil ich sag... Das sind Gesetze von 1938 oder 88 oder sowas, Digga. Wo Marcel Eris noch lange nicht geboren gewesen ist, 1988. Da war der noch gar nicht am Leben. Ja? Von damals sind die Gesetze so alt. Ich sag's so, wie es ist. Am Ende des Tages macht Geld nicht glücklich, Digga. Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber schon ein bisschen. Ende des Tages macht dich das nicht auf Dauer glücklich. Und deswegen bereue ich keine Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber ich sage euch ganz ehrlich, und das habe ich auch schon öfters mal durchblicken lassen, der Gedanke, in der Sonne zu leben, wo man das Meer vor der Tür hat, ist kein Gedanke, der sich schlecht anfühlt, ganz im Gegenteil. So, Monte darf nicht auf Madeira ziehen. Das ist jetzt meine Insel. Ich habe mit Unge jetzt alles aufgeteilt. Wenn Marcel jetzt noch kommt, sind wir zu viele. Das können wir nicht machen. War das Haus eine Fehlentscheidung? Nein, Digga. Das Haus war keine Fehlentscheidung. Was geschieht mit Agatha? Angenommen, ich würde nach Malta ziehen. Nur angenommen. Und dort dann mein Geld versteuern lassen können. Und sogar vielleicht Casino-Streams. Bruder, dann zahle ich Agatha das 100-fache und stelle sie ein Leben lang ein. Weil, Bruder, also ich möchte... Das 100-fache? 1000 Euro einfach? Ich möchte euch nur noch mal ganz kurz dran erinnern. Aktuell, ich verdiene 1 Million im Jahr als Beispiel jetzt. Mhm. Du verdienst 1 Million Euro in einem Jahr und die... Also weiß ich nicht, finde ich ein bisschen cringe, ist wenig. Hälfte kriegt der Vaterstaat. Also 500.000 Euro gibst du einfach ab. Die sind einfach weg. Würde ich beispielsweise auf Malta leben und dort mein Geld versteuern, dann ist der Spitzensteuersatz, wenn du dich halbwegs klug anstellst, bla bla bla, sind wir bei etwas über 10%. Ich verdiene 1 Million Euro im Jahr und am Ende des Jahres gebe ich davon 100 weg und habe 400.000 Euro mehr auf meinem Konto. Es ist
sind einfach 100.000, ne? 400.000 Euro mehr, die ich mein Eigentum nennen darf. Da ist er gerade ein bisschen geil geworden bei dem Gedanken. Das ist schon so, also es ist einfach verrückt, sein Urgroßvater, Digga. Du hast doch Abschreibung, Bruder, das Thema hatten wir schon sehr oft. Abschreibungen in Deutschland sind, wie Deutschland an für sich, veraltet und Schmutz aus meiner Sicht. Absetzung in Deutschland, es gibt verschiedene Bereiche, aber ich kaufe mir jetzt eine neue Kamera für meinen Stream. Die kostet 10.000 Euro, als Beispiel. Diese 10.000 Euro setze ich ab. Die Dauer weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ich glaube, damals waren es 5 Jahre, jetzt sind es 3 oder 4 Jahre. Das heißt, kannst du die 10k nicht direkt absetzen oder bin ich dumm? Diese Kamera für 10.000 Euro setze ich über 3 Jahre monatlich mit einem Betrag von ungefähr, sagen wir jetzt einfach mal, 200-300 Euro ab. Das wird hochgerechnet auf 3 Jahre. Du kannst diese Kamera, die du dir gekauft hast, nicht auf einmal absetzen, sondern sie wird auf Jahre gerechnet. Also so, wenn ich mir jetzt 3 neue Kameras... Aber Abschreibung ist doch was anderes als Absetzen. Absetzen ist doch, Dings, ich kann die Rechnung direkt absetzen von meinen Kosten, von meiner Gewinnrechnung, und Abschreibung ist der Wertverlust, der nochmal dazukommt bei der Kamera, den ich jährlich absetze. Das ist doch genau das, was ich... ist, oder Chat? Ich hab doch recht, oder? Ich hab doch recht. Abschreibung ist der Werteverlust und Absetzen ist das, was ich direkt machen kann. Marcel, such dir mal einen anständigen Steuerberater, Mann. Mich triggert das, Alter. Mich triggert das wirklich. Ich kann das nicht mehr mit ansehen, Mann. Das tut mir leid, Bro. Das tut mir wirklich leid. So, ich check nicht so, Umsatzsteuervorauszahlung. Plötzlich diese Aussage, ey... So dieses, yo, ich wollte mir einen Urus ziehen. Plötzlich Finanzamt bucht ab. Ja, das weißt du doch, dass Finanzamt abbucht, Bro. Mann, Bro, lass dir doch helfen. No joke. Kameras für meine Streaming-Ecke kaufe, würde das Finanzamt sagen, hä, wieso, sie schreiben die eine doch noch ab. Jetzt die andere, ja, die ist dann, doch noch... dann hast du noch... Gut. Nein, das sagen die nicht. Dann hast du mehrere Kameras, Digga. Dann hast du mehrere Kameras einfach. Also, Bruder, das deutsche System ist, was das angeht, absolut... Bruder, du könntest auch nach Monaco ziehen, dort sind die Steuern ja noch bekanntlich weniger. Ja, Monaco reizt mich aber nicht. Ab diesem Jahr kannst du die Kamera komplett sofort abschreiben. Ja, wegen Corona. Okay, gut, ist schön, aber Bruder, ich habe 8 Jahre so anders gemacht. Da macht das jetzt auch keinen großen Unterschied mehr, Lul. Wie kommen die Autos nach Mainz? Maybe bin ich auch lost, maybe laber ich hier gerade scheiße, aber ich glaube, dass ich im Recht bin. Immer, denke ich das. Also angenommen, ich würde irgendwann nach Malta ziehen, ich würde kein Auto mitnehmen, Digga. Denn ich sag dir ehrlich, das Einzige, was ich in Malta brauche, wäre ein Roller. Ich würde gar nicht mit dem Auto fahren auf Malta, Digga. Bruder, also ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so gibt, aber auf Malta war das so, du hast einfach mit einem Handy... Monte so mit so einem Rollstuhl, wo diese Leute bei Walmart immer drin sitzen. Die App, einfach dir einen Fahrer bestellt und hast ihn schon direkt bezahlt. Das, Bruder, das war, Uber war so nice auf Malta. Gibt's in Deutschland auch? Okay, gut, ja, ich habe es in Deutschland nie probiert. Also Roller, aber davon mal, ist verboten in Deutschland, das, ich weiß es nicht. Aber das war auf Malta extremst geil und ich sag dir ganz ehrlich, Malta ist eine kleine, süße Insel und da reicht ein Roller vollkommen. Und ich fühle es auch, Digga, oder bei 20, 30 Grad Durchschnittstemperatur, so mäßig, also 20 Grad Durchschnittstemperatur, einfach mit dem Roller von A nach B zu ballern. Chat, ich habe ja mit... Das ist im Hintergrund des Big Mac, ja. Memo und Fabio eine Rollertour gemacht. Roller ist übernice. Ich werde nächstes Mal, wenn ich auf Madeira bin, habe ich überlegt, da darf man einfach 125er Maschine fahren, ohne Führerschein. Und ich bin noch nie in meinem Leben Motorrad gefahren, nur Roller. Und ich will mir einfach eine Crossmaschine kaufen und damit so einen Überschlag machen und mir einfach für Views Knochen brechen, Chat. Da habe ich so Bock drauf. Einfach Spaß gemacht, selbst obwohl Linksverkehr war. Es war einfach geil, Digga. Aber einkaufen und so. Also Bruder, ich sag dir ehrlich, einkaufen habe ich in Deutschland nicht gemacht und werde ich auf Malta auch nicht machen, Digga. Linksverkehr ist... Der Mann ist am Boden geblieben. Putz, ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt, Digga. Ich lass Holger immer einfliegen, genau. Ich lass Holger einfach einfliegen. Caprio ist doch auch geil. Ich, ja, aber glaub mir, wenn... Ey, no joke, ich würde es ihm gönnen. Also ich glaube tatsächlich, für ihn ist es zu viel Kopfweg hier in Deutschland und es ist deutlich easier da drüben und so. Und ich kann es nachvollziehen so. In Malta brauchst du kein Auto, Digga. Malta brauchst du kein Auto, wirklich nicht. Die Straßen sind da auch scheiße. Wenn das wirklich so sein sollte, dass ich ein halbes Jahr hier bin, ein halbes Jahr da beispielsweise, dann würde ich einfach... Also ich denke mal, also müsste man mal gucken, ob ich meine Autos einfach behalte oder ob sie verkaufe. Aber ich würde kein Auto mehr da holen. Eine schöne 125er und Abfahrt. Was ja, mit Kylo ist, ich hatte damit schon mal drüber geredet. Und das ist auch einer der Punkte, warum ich das überhaupt so in meinem Kopf habe. Und da auch drüber wirklich nachdenke, das zu machen. Ein ganz entscheidender Punkt war... Oh, Montes Immobilie werde ich mir so kaufen und daraus ein Airbnb machen. ...war, dass Anna, ich habe mich mit Anna unterhalten und wie ihr ja vielleicht wisst, Kylo ist am Ende des Tages, das habe ich damals mit ihr abgemacht und das wird auch immer so sein, Kylo ist am Ende des Tages
immer Annas Hund. Das haben wir damals, als wir noch zusammen waren, habe ich zu ihr gesagt, wenn wir uns irgendwann trennen, ich würde dir niemals den Hund wegnehmen und du bist die beste Hundemama, die ich mir vorstellen kann. Und der Hund würde, ich würde niemals versuchen, können wir in ein Set gehen? Set gehen? Das würde für mich in Frage kommen. Anna ist schwierig. Die beste Hundemama, die ich mir vorstelle. Ich könnte niemals Akani zu Hause lassen. Ich habe mich mit Anna über diese Thematik hier unterhalten, mit der Rundfunklizenz und alles. Und auch wenn Anna und ich jetzt schon etwas über 2 Jahre nicht mehr zusammen sind, ist Anna ihre Meinung und was sie dazu sagt, ist mir immer sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, als ich ihr das erzählt habe mit der Rundfunklizenz, wie diese Schweinepriester mir das Leben zur Hölle machen. Schweinepriester, Fickerschweine, so nämlich. Da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, dann mach das. Und als sie das zu mir gesagt hat, mir so gesehen, obwohl ich es nicht bräuchte, rein theoretisch gesehen, aber dass sie mir mäßig das okay gegeben hat, hat was in mir ausgelöst. Selbst wenn ich sagen würde, was nicht der Fall ist, aber selbst wenn ich sagen würde, wieso, das ist doch unser Hund und bla, was nicht der Fall ist, Kylo ist... Darauf erstmal einen dicken Sorgerechtsstreit vor Gericht kicken, let's go. In der Woche immer so 70%, 60% bei Anna, immer mehr als bei mir. Selbst wenn ich aber ein Hundensohn wäre und ihr sagen würde, das ist doch unser Hund, ich will ihn mitnehmen, was ich niemals machen würde. Selbst wenn ich aber so wäre, dann wüsste ich, dass Kylo sich nicht auf Malta wohlfühlen würde. Ja. Ihm würde es dort nicht zu heiß gefallen. Ne? Denn Kylo ist ein Mops, der eventuell auch 1-2 Kilo zu viel hat. Gut, ja. Der prinzipiell sowieso schon Probleme hat, bei wärmeren Temperaturen seine Temperatur auszugleichen durch seine Zunge bzw. durch seine Nase, weil halt einfach Möpse leider Gottes nicht, also leider schlecht gezüchtet worden sind. Das heißt, ich weiß, selbst wenn ich ein egoistischer Sohn wäre und Kylo irgendwie damit hinziehen würde, was niemals passieren würde. Das macht keinen Sinn. Aber selbst wenn ich das wäre, würde ich das nicht machen, weil ich weiß, Kylo... Imagine Agatha mitnehmen, no matter what, aber Kylo nicht mitnehmen, weil er sich Sorgen macht. Agatha einfach der Familie entreißen, du kommst mit, Kylo, der fühlt sich da nicht wohl, der Hund. Würde sich auf Malta nicht wohlfühlen, weil... Ein Gebiet, wo es ständig warm ist, wo ständig die Sonne scheint, es würde ihm nicht gefallen. Wie ist es dann mit den Streams, wenn du hier in Deutschland bist? Das zählt doch die Lizenz trotzdem für dich, oder? Jo, das stimmt. Es würde wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten geben. Entweder, angenommen, ich würde etwas über das halbe Jahr in Malta leben und für das andere halbe Jahr hier nach Deutschland kommen, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich streame in der Zeit, wo ich in Deutschland bin, nicht. Oder ich streame in der Zeit aus Deutschland, aber dann... Halt mit dem Risiko, dass ich immer Ärger trotzdem mit dem Vaterstaat hier habe. Aber du machst doch jetzt die Wiederholung. Ich glaube nicht, dass das viel bringt, ehrlich gesagt. Wir probieren es, aber ich denke nicht, dass das... Einfach Gaming Room in Malta mal nach... Was ist Wiederholung, Chat? Was meint der damit? Was ist Dings mit Wiederholung oder wie? Check ich jetzt nicht. Was meint der damit? Was wiederholt der? Führerschein? Grundschule? MPU? Ist er rückfällig geworden? Stream-Wiederholung. So wie Max. Wiederholung des Streams. Was ist das? Wie? Verstehe ich nicht. Viewerzahlen runterdrücken durch Wiederholungsstreams. Was ist denn Wiederholungsstreams? Zuschauerzahlen runterbekommen. Damit es 20.000 im Durchschnitt weniger sind. Also das heißt, der lässt den Stream... Er geht quasi hin, streamt einmal und wiederholt das Ganze dann direkt danach nochmal, damit alle Zuschauer weggehen quasi. Ist das richtig? Damit der Durchschnitt im Monat bei Twitch... weniger ist. Aber wieso macht er denn nicht einfach seinen Hype kaputt? Der könnte doch auch einfach seinen Hype kaputt machen, das geht doch auch. Also, ich würde in Malta kein großes Gaming-Zimmer aufbauen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich würde mir eine schöne Ecke da machen, einen schönen PC, viele Monitore, aber in Malta würde sehr viel IRL-Content kommen, denn du hast da gutes Internet. Ich konnte einfach einen Livestream auf dem Meer, auf dem Jetski machen. Ich würde mir einfach eine gemütliche Ecke einrichten, denn ich würde nicht nur, wenn ich es dann machen würde, Casino-Content bringen, sondern ich würde ganz normal auch weiter zocken. Aber Ein Punkt, und den könnt ihr eventuell nachvollziehen, vielleicht auch nicht, ein Punkt, der halt auch einfach am Casino-Content geil ist, du hast immer irgendwas zu tun. Es gibt neue Spiele, du willst das Spiel spielen, mal das, hier Bonus kaufen, da Bonus kaufen. Casino-Content ist so, es ist zwar immer Casino-Content, aber er ist so vielseitig. Aber ich dachte, der hat keinen Bock mehr auf Spielsucht oder so. Hat der nicht irgendwann mal gesagt, dass er das gar nicht mehr machen möchte, weil er da nicht mehr hintersteht so? Oder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen, Chat? Klärt mich kurz auf. Er hat doch irgendwann mal gesagt,
Er hat doch irgendwann, oder bin ich da lost? Ich weiß es nicht mehr. Er hat keinen Bock auf die Zuschauer, die da kommen. Das war Knossi. Ja, Knossi hat komplett aufgehört. Aber ich dachte irgendwann mal, dass er gesagt hatte, dass er das lassen möchte. Er will Suchtberater werden. Ja, aber ein Suchtberater, der Casino-Streams macht, ist doch... Digga, das ist wie ein Suchtberater, der Casino-Streams macht. Monte widerspricht sich ständig. Das würde ich jetzt nicht sagen, Chat. Also Monte widerspricht sich selten. Monte ist jemand, der widerspricht sich eigentlich so gut wie nie. Und Bruder, seit 1,5 Jahren gibt's nichts mehr für mich auf meiner Konsole zu zocken. Das ist zum Kotzen, Digga. Casino-Content bringt dir... Beschweren kann er sich richtig gut, ich liebe das. ...mehr Cash ein. Da hast du recht, aber ich hatte es vorhin schon gesagt, Bruder. Ich würde nicht, also ich, wenn es irgendwann soweit ist, würde ich nicht aus Deutschland abhauen, aus dem finanziellen Aspekt, sondern, ich habe es eben schon gesagt, der Punkt, warum in meinem Kopf ist, aus Deutschland abzuhauen, ist nicht... Der Punkt, warum auf meinem Kopf ist, Deutschland abzuhauen? ...nicht der finanzielle Aspekt, sondern weil Vater Staat mir auf einmal Vater, sagen möchte, diese geile wie ich zu streamen habe, Bruder. Ich liebe, no joke, die Floskel Vater Staat. Ja, die da oben, Vater Staat. Das finde ich immer so geil, Vater Staat, Digga, scheiß drauf. Eine Sache muss ich aber an der Stelle sagen. Ich fühle das, weil ich auch mit dem Gedanken, ja, jetzt schon länger spiele, mal irgendwo anders hinzuziehen. Das ist gerade wieder auf Madeira, aber es gefällt mir da sehr gut. Scheiß auf Steuern, Digga. Ich sag's euch so, wie es ist, Chat. Ich könnte sowieso nicht einfach nach Madeira ziehen und meine Steuern da ummelden. Ein Großteil meiner Einnahmen, die ich mit Immobilien und anderen Dingen mache, die müssen eh in Deutschland laufen. Wisst ihr warum? Weil die Immobilien hier in Deutschland sind. Die Immobilien sind hier in Deutschland angemeldet. Das heißt, ich muss sowieso weiterhin Steuern in Deutschland zahlen, weil es nicht anders geht, weil meine Immobilien hier gemeldet sind, weil die hier stehen. So, ich kann nicht einfach sagen, Geld nach Madeira und yalla, das Geld wird hier erwirtschaftet. Das geht nur mit anderen Geldern außerhalb der USA, sprich Twitch und YouTube und sowas, ne? So, aber ich fühle den Punkt tatsächlich, dass man sich in Deutschland nicht unbedingt gefördert und wohlfühlt, weil es gibt andere Länder, die für Streamer, Internet und Creator und sowas deutlich mehr machen tatsächlich, und in Deutschland wird da so mit dem Finger in die Wunde, Digga. So mit dem Finger in die Wunde. Und wird halt geguckt, dass das klein gehalten wird. Da gibt es Medienlobbys, da gibt es die Presselobby, die das alles runterdrückt. Und da kann ich das ein Stück weit fühlen. Steuern und alles, Leute. Doch, nochmal. Drauf geschissen. Ich sag's euch so, wie es ist. Es klingt jetzt super, super dumm. Ich sag's euch aber hier, wie es ist, Leute. Ob ich, und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagen alle in meiner Riege, das sagt ein Unge, das sagt wahrscheinlich ein Paluten, das sagt ein Monte, das sagt ein Trimax, ob wir am Jahresende 500.000 oder 800.000 Euro mehr auf dem Konto haben, glücklicher macht das im Endeffekt auch nicht. Das ist eine Menge Kohle, aber das Geld nutzen wir ja nicht aktiv, um damit glücklicher zu werden. Im Endeffekt ist Lebensqualität, dass du vor die Tür gehen kannst, dass die Sonne vielleicht scheint, dass du Freunde vor Ort hast und dass es dir gut geht. Aber das Geld an sich ist nie der Beweggrund dafür. Niemals, niemals. Es sei denn, die Leute, die nach Dubai auswandern, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Oder? Und da reden wir... Wäre es denn keine Option, die Immobilien einfach zu verkaufen? Auf keinsten, Digga. Ich liebe meine Immobilien. Ja. Dass Vaterstaat mit der Rundfunklizenz von mir verlangt, dass ich Spiele, die ab 18 sind, erst ab 23 Uhr streamen darf, Digga. No fucking joke. Ich check das, weil... nochmal, mein Jugendschutzberater... Jugendschutzbeauftragte hier vom Stream. Ich habe diesen Menschen noch nicht gesehen. Ich zahle für diesen Mann, für diese Frau, wer auch immer das ist, 10.000 Euro im Jahr. Ihr müsst euch vorstellen, 10.000 Euro nehme ich weg. Ich habe diese Person noch nie gesehen. Das zahle ich pro Jahr für meinen Jugendschutzbeauftragten. Und nochmal, ich sag's euch, ich könnte jetzt meinen Schwanz hier rausholen im Stream. Ich würde nur gebannt werden auf Twitch und die Jugendmedien, Landesmedienanstalt würde nichts davon mitbekommen. Weil ihr guckt keinen einzigen Stream von mir, glaube ich. Und das lass ich nicht mit mir machen. Das ist ganz große, gequälte Scheiße, Digga. Und das lasse ich nicht mit mir machen. Und das ist der einzige Grund, warum dieses Auswanderding in meinem Kopf wieder ist. Ich habe es lange Zeit gar nicht in meinem Kopf mehr gehabt. Ich verstehe das ein Stück weit. Weil ich trotzdem meine Dinge gemacht habe, weil ich glücklich war mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe mir ein Haus gekauft, meine Familie ist um mich. Ich habe gutes Geld verdient. Klar, ich habe viel Geld auch an Vater Staat gegeben, weil ich den Spitzensteuersatz zahle. Aber er wohnt doch gerade erst ein Jahr in dem Haus, oder? Nicht mal. Aber das war alles für mich irgendwo okay, weil ich glücklich war, weil ich mein Ding machen konnte. Und vielleicht merke ich es auch manchmal in letzter Zeit. Ich bin auch einfach innerlich nicht mehr glücklich. Ich bin gestresst, Digga. Dann kommt noch Corona-Morona dazu. Aber innerlich, Bruder, bin ich oftmals einfach deprimiert. Unehrenbruder, Corona-Morona. Und das wirkt sich auf meine Stimmung auf, Digga. Wenn du 8 Jahre... Ich sag's euch, wenn die nächste Bundestagswahl, wenn da die CDU gewinnt, dann wandere ich auch sowas von aus. Streamst. Und immer so gemacht hast, wie du es wolltest, beziehungsweise einfach dein Ding gemacht hast. Und nach 8 Jahren kommt ein Verein und sagt dir, ja, aber sie sind jetzt ein Fernsehsender.
Und dementsprechend müssen sie sich wie ein Fernsehsender verhalten. Sie brauchen Jugendschutzbeauftragten. Und sie dürfen ab 22 Uhr Spiele streamen, die ab 16 sind. Und ab 23 Uhr dürfen sie Spiele streamen, die ab 18 sind. Und im Übrigen das Ganze... So, wenn... Ich sag's euch, Chat. Wenn einer daran schuld ist, dass ich auswandere, dann ist es Armin Laschet. Wenn Armin Laschet gewinnt, ich wandere aus. Und dann könnt ihr Armin Laschet richtig shitstormen. Dann will ich einen Hashtag haben, Digga. Dann will ich einen Hashtag Revi wandert wegen Laschet. So nämlich. So. Das zählt für Leute, die im Durchschnitt über 20.000 Zuschauer haben. Aber wenn sie ein Streamer sind, der seit 8 Jahren streamt und nie über 20.000 Zuschauer kommen müssen, immer 18.000, dann können sie Call of Duty spielen rund um die Uhr, wie sie wollen. Aber sie haben jetzt im Durchschnitt 2000 mehr Zuschauer, also sie dürfen nur noch Call of Duty, weil es ab 18 ist, ab 23 Uhr streamen. Ja, ja, das ist schwachsinnig. Wenn dir das jemand nach 8 Jahren sagt... Chat ist schon voll, Revi wandert wegen Laschet. Und du in diesen 8 Jahren davor dein Leben... Und das hört sich jetzt so an, als wenn ich etwas Schlimmes gemacht habe, das meine ich nicht, aber wenn du... Bruder, ich habe mein Leben für Stream und YouTube gegeben. Ja, ich haben wir alle. Stream, ich bin Twitch... Ich bin YouTube, ich bin Instagram, Bruder. Warum schiebt der nicht auf YouTube? Sehr, 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 das Gleiche. YouTube nur noch genauso. Monte und wenig nur noch Marcel. Mhm, das stimmt. Weil ich einfach dieses Ding lebe. Und das ist auch okay für mich. Ich habe mein Herz dafür gegeben. Und wenn dann nach 8 Jahren so ein Verein dir auf einmal befehlen will, wie es geht, dann das verändert dich, Digga. Und sehr im Negativen, Digga. Ich habe privat, also... Ich habe, Digga, es macht, also... Ich will jetzt hier nicht einen auf Trauer machen und einen auf Mitleid... Aber Bruder, ich bin oftmals in den letzten Wochen, und ich hatte damit sowieso schon in der Vergangenheit oftmals zu kämpfen und habe es aber immer gut für mich geregelt, aber in den letzten Wochen bin ich, Digga, so oft in ein schwarze Loch gefallen bei privat. Ja, kenne ich. Bei mir war es auch, ich war auch raus aus Madeira, Digga, ich war in Madeira, Sonne, Freunde, Antonia, der ganze Kram, no joke, ey, Leben, Brightside, Digga, Mut ab, big Mut ab, wirklich, also bei mir hat sich so viel geändert tatsächlich. Bei mir hat sich so, so viel geändert, Mann. Einfach morgens aufgewacht bin, Digga, und ich das Gefühl hatte, wozu machst du das noch alles, Digga? Ich bin aufgewacht und der Tag war für mich schon scheiße. Bro, und wenn du aufwachst und dein Tag fühlt sich schon scheiße an. Das klingt echt scheiße, Mann. Du hast auf nichts mehr Bock. Ja. Das ist nicht gut, Digga. Dann ist es auch mal wichtig, muss ich ehrlich sagen, eine Pause zu nehmen. Dann ist es wirklich wichtig, einfach eine Pause maybe zu machen und zu gucken, was macht einen glücklich. Wirklich. Also da muss man einfach überlegen, was macht einen persönlich glücklich, Digga. So ein Ding. Bei mir sind gerade fast die Tränen gekommen, no joke. Ja, Digga, bei mir auch, glaub mir. Bei mir kommen da auch die Tränen, Digga. Wenn dir auf einmal solche Steine in den Weg gelegt werden. Denn eigentlich, ich sag euch ehrlich, ich habe immer alle Probleme, die aufgetaucht sind, irgendwie lösen können. Aber hier habe ich das Gefühl, dass diese Probleme nicht zu lösen sind. Man kämpft gegen Windmühlen so. Ja, ja, denn ich wiederhole mich jetzt, ich hatte das schon mal erzählt, rechtlich gegen diese Rundfunklizenz... Antonia mag vielleicht erst 12 sein, aber auf Madeira... Ist das egal? Denn Unge hat damals gesagt, hier gibt's keine Altersgrenze. Vorzugehen ist eigentlich so wie gegen Windmühlen laufen. Oh! Ich könnte es probieren. Ich könnte mich mit anderen Streamern zusammenschließen und da rechtlich gegen vorgehen. Oder versuchen, da rechtlich gegen vorzugehen. Ja, wirklich funktioniert. Aber das Ganze, und da auch wieder willkommen in Deutschland, Lobbyismus. Das Ganze würde sich auf einen Prozess hinauslaufen, der über Jahre geht. Und wenn ich in diesen Jahren, wo der Prozess am Start Hobbits, ist, TDV, FK, Dankeschön für den einfach so streamen würde, ohne Rundfunklizenz, dann wird mir von der Rundfunklizenz angedroht, dass ich ein Bußgeld, mehrere Bußgelder kriegen bis kann. Bis zu 500.000, ne? Ich Bußgelder bekomme bis zu 500.000 Euro. Ja, das ist krass. Ich habe das auch gelesen in diesem Vertrag und ich musste schlucken. Ich habe kurz den vom Anwalt aus dem Mund genommen. Und erstmal geschluckt. Nein, also no joke, das ist insane. Strafe. Also was für eine Wahl habe ich? Soll ich da rechtlich gegen vorgehen? Jahrelang Kopfschmerzerei mit dem Gesetz haben und ich weiß nicht mal, was am Ende bei rumkommt und in der Zeit könnte ich nicht streamen? Macht für mich wenig Sinn. Beuge ich mich der Scheiße? Ja, ist auch scheiße. Und mach das, was sie wollen? Macht für mich auch wenig Sinn, Digga, weil es einfach auch sinnlos ist. Gronkh hat das Thema auch schon durch, ja, aber Brudi, sei mir da nicht sauer. Auch ganz liebe Grüße an Gronkh. Gronkh ist aber nicht eine Person wie ich. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Gronkh ist nicht eine Person wie du. What the fuck, das ist Gronkh. Ich habe gerade gelesen, dass wir 60.000 Zuschauer sind. Das ist sogar in der jetzigen Situation durch die Rundfunklizenz schlecht für mich. Denn dadurch, Hacke, Dave, danke schön. Wenn ich einen Wiederholungsstream laufe, ich werde einfach extrem schwer unter die 20.000 Zuschauer kommen mit den Wiederholungsstreams. Ich will mich nicht bei euch jetzt beschweren. Ich küsse eure Augen. Kein Ding, ich gehe oft. Übrigens, Grüße gehen raus an Commander Krieger, der mir
den besten Vorschlag geschickt habe, den ich jemals gehört habe. Ich sollte mich mit anderen Streamern zusammenschließen, ja, zu Twitch gehen, dass, ja, ein Viewer-Cap eingeführt wird, dass wenn ich 19.900 Zuschauer erreicht habe, keiner mehr meinen Stream schauen kann und eine Benachrichtigung bekommt, dass er erst wieder zuschauen kann, wenn ein Platz frei geworden ist. Commander Krieger, Junge. Commander Krieger, Digga. Commander Krieger. Oh nein. Commander Krieger, Junge. Big Omega LOL, Digga. Big Omega LOL, Junge. Commander Krieger einfach fucking Fivehead, Digga. Junge. Commander Krieger. Oh no. Oh no, Bro. Oh, wie lost, Digga. Nein. Digga, an der Stelle danke dafür, Commander Krieger, wirklich. Vielen, vielen Dank dafür. Wir machen für dich dann auch ein Cap für 15 Leute. Bruder, Fivehead für ihn in den Chat, Kappa. Mal abwarten und Tee trinken, Chat. Ich weiß aktuell nicht, was richtig und was falsch ist, Digga. Ich weiß es einfach nicht, Digga. Und das löst so eine Unruhe in mir aus. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Beste, alles Gute. Wir sehen uns, glaube ich, nächste Woche sogar. Ich bin einfach wieder zurück im Dachboden, Digga, mit 4.000-5.000 Zuschauern. Bin mal, einfach meine Ruhe haben, Digga. Einfach bin mal gespannt. Ich will einfach meine Ruhe haben, Digga. Darauf erst meine Kippe im Lambo. Scheiß drauf, Digga. Fick Vaterstaat. So ein Ding nämlich.